Okay, gut. So, wer bin ich eigentlich? Ich bin der Franz. Ich bin mittlerweile seit knapp 4 Jahren bei der QA-Ware und baue da jeden Tag Cloud-Native-Software, die bei einem großen Münchner Autobauer, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, in der Cloud läuft. Und habe unter anderem heuer zum ersten Mal die Vorlesung Cloud Computing an der TH Rosenheim gehalten, zusammen mit einem Kollegen, Simon. Ich habe gesehen, du bist auch da. Hallo. Und ansonsten halte ich auch relativ gern Vorträge, bin öfter auf Meetups unterwegs als entweder Zuschauer oder als Speaker. Vielleicht kennt ihr mich ja daher. Genau, was machen wir heute? Wir schauen uns heute Quarkus an, mit einem kleinen Quickstart, dass ihr mal so ein Gefühl bekommt, was ist Quarkus, was kann Quarkus und so weiter. Es ist ein reaktives Framework für Webanwendungen, so wie es das schon hundertfach da draußen gibt, aber eben angetreten, um Dinge neu zu machen. Der erste Commit in Quarkus ist vom 12.12.2018, ist also sehr, sehr jung, relativ neu. Und wurde damals von Red Hat entwickelt, die dann auch Enterprise Support dafür anbieten und ist aber komplett Open Source. Es tritt an als Konkurrenz zu Java EE oder Spring. Das sind so die großen Platzhirsche da draußen, mit denen Menschen Software bauen. Und jetzt kommt eben Quarkus dazu. Und was dazu kommt, es spielt optimal mit der GraalVM zusammen, um da native Anwendungen draus zu bauen. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr die Software laufen lasst, keine Java-Umgebung mehr. Wenn ihr da Microservices bauen wollt, dann habt ihr in Quarkus immer die Wahl zwischen entweder Java EE oder anderen Web-Technologien. Und da bringt Quarkus zum Beispiel REST-EASY mit. Da könnt ihr immer relativ frei entscheiden. Ich sage es bloß dazu, Achtung, sie sind nicht beliebig kombinierbar. Quarkus sperrt sich da manchmal. Wenn ihr bestehende Java EE-Anwendungen migrieren wollt, die könnt ihr fast eins zu eins übernehmen. Also Quarkus führt die einfach aus und ist da eigentlich standardkonform. Und ansonsten sitzt Quarkus aber auf einer neuen Plattform, nämlich auf Vertex von Eclipse. Und Vertex gibt es schon seit 2011, ist eine Plattform, die nebenläufig und asynchron arbeitet, also die Tür aufmacht für komplett reaktives Programmieren und es ist ein verteilter Message Bus. Hier ist der Message Bus irgendwie verschwunden. Genau. Was ist eigentlich dieses Reactive Everything, mit dem Quarkus immer wirbt? Ihr kennt vielleicht noch von früher aus eurer Uni-Zeit oder so das Reactive Manifest, das sagt: Reaktive Systeme müssen antwortbereit sein, widerstandsfähig gegen Fehler, elastisch skalieren und sie sind nachrichtenorientiert. Und das kann jetzt entweder heißen, ihr baut sehr, sehr viele kleine Microservices und alle sprechen irgendwie miteinander und das Ganze möglichst reaktiv. Und wenn einer ausfällt, ist es auch egal, weil der wird schnell neu gestartet und die anderen können damit umgehen. Oder es heißt, ihr verwendet in einem Service ein reaktives Framework, zum Beispiel Kafka, Spark oder Akka. Das sind auch so große Vertreter, die da draußen sehr häufig benutzt werden. Man kann es aber auch direkt in der Anwendung so umsetzen. Und genau da hilft euch Quarkus dabei. Wie schaut das Ganze aus? Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger unten. Quarkus sitzt auf dieser Vertex-Plattform und wenn so ein Request an euren Service reinkommt, dann verteilt Vertex den auf den Routing-Layer und der verteilt den weiter auf euren Code, den ihr geschrieben habt. Und dann geht das Ganze natürlich wieder zurück. Und es sieht rechts genau so aus, wenn ihr dann, also links ist der Fall, wenn ihr reaktiv arbeitet in eurem Code. Wenn ihr alten Code übernommen habt, dann habt ihr möglicherweise noch irgendwo imperativen Code rumliegen und der wird dann genauso vom Routing Layer behandelt, aber danach weitergegeben an Worker Threads. Das heißt, Quarkus simuliert euch da so schöne Reactive Welt hin, auch wenn euer Code nicht wirklich reactive gebaut ist.
Und was hat man da gewonnen, wenn man reaktiven Code schreibt? Ja, man spart sich viele Context-Switches, man spart sich große Thread-Pools und gewinnt dadurch sehr viele Ressourcen wieder zurück. Und das Hauptding, das man bei Quarkus beachten muss, wenn man reaktiven Code schreibt, der darf nicht blocken. Das heißt, ihr dürft da keine Datei einfach einlesen, ihr dürft keinen HTTP-Request irgendwie rausschicken, sondern das muss alles reaktiv gemanagt sein, damit Quarkus darauf reagieren kann. Und wie schaut das Ganze jetzt im Code aus? Das hier sind einfach drei REST-Requests, die nach draußen gehen und die geben ein Uni-Objekt zurück mit einer gewissen Response. Und das alleine ist noch nicht reactive oder reactive genug. Die laufen zwar jetzt asynchron, aber ihr habt dann erstmal so ein Uni-Objekt in der Hand. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Future in JavaScript ungefähr. Dann will man die Daten, wenn die reinkommen, natürlich auch weiterverarbeiten. Und da geht es jetzt weiter mit so einer Stream-ähnlichen API, wo ich die Antworten, die vom Service kommen, weiterverarbeiten kann. Und das geht jetzt alles reaktiv durch und nichts davon blockt irgendwie. Und ganz zum Schluss möchte ich das Ganze vielleicht zusammensammeln, damit ich meinem Aufrufer die drei Requests, die Ergebnisse zusammenliefern kann als ein Ergebnis. Und dann fasse ich die einfach hier mit Combine zusammen, und gebe die raus. Und in dem Moment fängt Quarkus an, das Ganze aufzuarbeiten und wenn es fertig ist, dem Aufrufer rauszuschicken. Jetzt kann ich natürlich auch Sachen haben wie zum Beispiel Streams und dafür sind die Multis ganz gut geeignet. Das sind so in der Art wie asynchrone Streams und da kann ich jetzt größere Datenmengen verarbeiten. Hier zum Beispiel generiert mir das Multi jede Sekunde ein Event und dieses Event transformiere ich dann zu einem String, nämlich Hallo und dann die Zahl, die da eigentlich rausgekommen ist. Das Ganze kann ich dann auch wieder mit Take wieder rausholen und dann asynchron an meinen Aufrufer rausgeben. Das kann man auch super mit JAX-RS kombinieren, wenn ihr so eine Standard-Java-E-Anwendung übernommen habt und da einen JAX-RS-Service baut. Dann baut ihr ganz normal eure Ressource, die hier mit Produces ein JSON rausgibt. Und die kann jetzt als Ergebnis ein Multi zurückgeben. Und Quarkus kümmert sich dann darum, am Schluss diesen String aus dem Multi wieder auszupacken. Was auch geht, ist, da Datenbanken mit reinzunehmen. Wenn ihr zum Beispiel eine Postgres-Datenbank anbindet in eurer Anwendung, dann baut ihr euer Query genauso mit demselben Framework reaktiv. Und immer wenn da ein Element aus der Datenbank rausfliegt, dann geht es sofort in den Stream rein, kann von euch weiterverarbeitet werden und dann so an den Aufrufer rausgegeben werden. Jetzt kann es natürlich passieren, wenn ihr da irgendwelche Services aufruft oder wenn ihr eine Datenbank aufruft, dass da Fehler passieren. Und da könnt ihr mit MuTiny auch ganz elegant Fehler behandeln. Also nehmen wir an, wir haben irgendeinen Service, der generell mal ausfällt. Dann könnt ihr da sagen, on failure, probier bitte ein Retry, jede Sekunde und maximal 10 Mal. Und wenn sich's dann noch nicht eingerenkt hat, dann gibt es halt einen Fehler. Aber so lange probiert es hier neu. Man kann auch einfach sagen, mei, wenn dieser Service abstürzt, dann probiere ich es gar nicht nochmal, sondern ich gebe einfach ein Default-Item raus. Genau. So, und dann ist ein großes Feature von Quarkus, weil es ja auf der Graal-VM sitzt, man kann native Images bauen. Das heißt, ihr braucht dann keine JVM mehr, um die Anwendung laufen zu lassen. Und ihr spart euch jede Menge Overhead, den eine JVM sonst so mitbringt. Ihr habt dann nur noch ein kleines Binary und es startet ihr auf der Konsole ganz normal ohne Dependencies. Da kleiner Disclaimer, eine Dependency ist natürlich immer die glibc und da müsst ihr beim Kompilieren darauf achten, dass die zu der passt, die dann auf dem Zielsystem liegt. Verringert auch sehr elegant die Startup-Zeit von eurem Service, weil das Ding keine Sekunde mehr zum Hochfahren braucht.
Genau, mit GraalVM erzeugt ihr dieses Binary. Das können wir uns in der Demo auch anschauen. Ich sage aber gleich dazu, so ein Binary zu erzeugen, das dauert etwas länger und mein PC krebst dabei generell ab, weil das extrem viel Leistung zieht. Ihr braucht dann nur noch ein Unix-System, um das Ding auszuführen. glibc habe ich angesprochen. Vorsicht, was ihr da baut. Ich habe es immer so gemacht, ihr steckt dieses Binary, das da rausfliegt, in einen Docker-Container rein und da drin habt ihr wieder komplett unter Kontrolle, was da für Dependencies und Libraries drin liegen und dann könnt ihr kontrollieren, ob das Ding bei euren Kunden oder da draußen wieder in der freien Wildbahn läuft. Ihr könnt auch Debugging-Symbole damit reinkompilieren. Das ist optional. Also wenn ihr das standardmäßig so ein Compile durchlaufen lasst, dann habt ihr eine Anwendung, die ihr schlecht debuggen könnt und da müsst ihr damit rechnen. Zum Debuggen lohnt sich es aber meistens, das Ding in der JVM laufen zu lassen, weil ihr dann ganz normal mit einem Debugger gewohnt durchsteppen könnt. Genau, wenn ihr nativ irgendwas debuggen wollt, dann müsst ihr auch darauf einstellen, dass ihr dann mit GDB debuggen müsst. Und wer das noch nie gemacht hat, schaut euch das gern mal an. Das macht, ich finde, es macht wenig Spaß und es ist sehr frickelig. Und ihr debuggt komplett auf der Konsole. Genau, dann kommen wir auch schon zur Demo. Die Applikation habe ich jetzt hier liegen und generell baue ich das Ganze immer mit Gradle. Und was Quarkus da kann, ist ein Quarkus-Dev-Kommando. Und das könnt ihr euch so vorstellen wie ein ng-serve. Er baut jetzt meine Anwendung zusammen, schmeißt mir die unter localhost auf irgendeinen Port und dann kann ich die im Browser anschauen und gleichzeitig aber im Code wieder Dinge verändern, um daran live zu entwickeln. Jetzt können wir uns das Ganze mal im Browser anschauen. Erzählt ihr auch zum ersten Mal, was das Ninehorn eigentlich macht. Nämlich Covid-Statistiken anzeigen. Und jetzt können wir schnell mal in die Index.html reinschauen und da ein paar Dinge ändern. Zum Beispiel machen wir jetzt ein Ja-Horn draus, weil Corona spontan verschwunden ist. Und wenn ich jetzt meinen Browser neu lade, dann ist es plötzlich das Ja-Horn. Also ihr entwickelt euren Backend-Service jetzt fast wie eine Angular-Anwendung. Genau, dann kann ich euch noch schnell zeigen, wie man denn so ein natives Image baut. Das geht mit diesem Flag hier für Gradle Build. Da sagt ihr einfach, dass der Quarkus Package Type jetzt nativ sein soll. Und das kann jetzt dauern. Deswegen werde ich das auch gleich wieder abbrechen. Da braucht ihr ein bisschen Geduld, aber danach liegt ein natives Binary auf eurem System. Genau. Dann gehen wir hier wieder rein. Wie schaut es jetzt aus mit der Performance? Jedes Framework, das irgendwie neu auf den Markt geworfen wird, muss sich erstmal messen lassen mit allen bestehenden, ob das schon dieselbe Performance bringt und dieselben Requests abarbeiten kann. Und da gibt es ein paar Gedanken dazu, nämlich einen Benchmark von GitHub. Das ist eine JAX.js-Anwendung mit JSONB, mit CDI, JPA und einer Postgres-Datenbank dahinter und ist aber ohne Reactive-Komponenten gebaut. Also Prämisse, ihr habt einen alten Service einfach so übernommen. Und in dem Benchmark vergleichen Sie das jetzt mit Quarkus auf der JVM, Quarkus als nativer Build, einer Payara-Micro-Anwendung und einer Anwendung mit Spring Boot. Und die Statistiken seht ihr hier, das hier ist jetzt Quarkus und der rote Balken links, das ist die Time to First Request und blau ist so ein Lasttest, den die dann danach laufen haben lassen. Und da seht ihr, dass Quarkus mit der Java Runtime so ja 3 Sekunden zum First Request braucht. Wenn ihr das Ganze nativ laufen lasst im rechten Diagramm, dann seid ihr bei unter einer Sekunde, wo das Ding einsatzbereit ist. Genauso der Lasttest, der dauert hier, naja, bis zu 7 Sekunden. Da ist er nach spätestens 4 Sekunden fertig. Jetzt mal der Vergleich mit Spring Boot. Das braucht mit der Java Runtime
so zum First Request über 15 Sekunden. Und dann im Lasttest, naja, geht in 20 Sekunden durch. Das Ganze wird natürlich mit der GraalVM wieder schneller. Da seid ihr beim First Request auch wieder bei einer Sekunde, sonst bei 5 beim Lasttest. Und im Vergleich dazu, Payara habe ich hier auch irgendwo, genau, Quarkus versus Payara. Da sieht man auch, dass Quarkus hier den Payara einfach outperformt in der Startup-Time und beim Lasttest. Der gleiche Vergleich nochmal zwischen Quarkus und Spring Boot. Und auch da muss sich Quarkus eigentlich vor nichts fürchten, wobei Spring Boot da eigentlich nicht viel schlechter ist. Genau. So, dann kleines Fazit von mir. Quarkus macht beim Entwickeln verdammt viel Spaß. Also so reaktiv zu programmieren in einem Backend-System, das ist ungewöhnlich, fühlt sich ungewöhnlich frisch an, macht vor allem Spaß. Wenn ihr Java E oder Spring schon kennt, dann werdet ihr auch keine Probleme mit dem Umstieg haben oder mit der Einarbeitung, weil die Dinge fühlen sich irgendwie an wie gewohnt und ihr müsst euch vielleicht nur die Reactive-Konzepte neu anschauen. Der Bonus ist, ihr könnt Java EE-Anwendungen einfach so übernehmen, da müsst ihr gar nichts dafür tun und die Dokumentation von Quarkus ist echt spitze. Wer die Doku von Payara kennt, der weiß, oh, die ist ein bisschen dürftig. Bei Quarkus müsst ihr nicht lang suchen, bis ihr eine ordentliche Dokumentation findet. Quarkus hat noch so ein paar Kinderkrankheiten. Den Punkt habe ich auch beim ersten Mal, wo ich diesen Vortrag gehalten habe, schon aufgenommen. Das Gefühl ist, ich habe den Ninehorn-Service extra für diesen Vortrag auf die neueste Quarkus-Version gehoben und die Kinderkrankheiten, die werden immer weniger. Und speziell braucht ihr ein bisschen Vorsicht, wenn ihr Kombination haben wollt zwischen normalen und Reactive-Bibliotheken. Da wird Quarkus ganz schnell picky und sagt dann, nö, ich mag gar nicht mehr hochfahren. Auch das habt ihr aber relativ schnell gelernt. Genau, und dann für euch zum Nachschlagen ein paar Links, die euch helfen, so in Quarkus reinzukommen. Der Benchmark nochmal als Quelle hier. Und ich habe euch Links zum Ninehorn-Service auf meiner Webseite und auf GitHub reingepackt. Und auf GitHub ist es unter AGPL veröffentlicht. Genau, soweit von mir. Habt ihr da irgendwelche Fragen dazu? Gibt es bei der Benutzung von nicht reaktiven mit reaktiven Bibliotheken, also nicht einfache Lösungen, einfache Patterns, die man anwenden kann, oder hat man jedes Mal irgendwie so einen Kopfweh? Damit war vor allem gemeint, es gibt zum Beispiel den REST Easy HTTP Client, um REST Requests zu machen. Und es gibt den REST Easy HTTP Client Reactive. Da ist das Ganze nochmal reactive aufgearbeitet. Wenn du jetzt versehentlich beide gleichzeitig inkludierst oder irgendwelche Abwandlungen davon, das mag Quarkus gar nicht. Also du musst darauf achten, dass du von einer Bibliothek immer die Reactive-Komponenten oder immer die normalen Komponenten verwendest. Natürlich kannst du jetzt REST-Easy mit irgendeiner Postgres-Bibliothek mischen, die nicht reactive ist. Aber so untereinander mag Quarkus die Mischung nicht. Wie ist denn da das Ökosystem mittlerweile an den reaktiven Bibliotheken? Das Ökosystem ist relativ breit gestreut. Also Quarkus bringt ziemlich viel nativ mit. Abseits davon wird es ein bisschen schwierig. Quarkus hat Clients für ungefähr alles, was irgendwelche großen Systeme sind, Datenbanken, REST und so weiter. Wenn ihr jetzt so spezielle Anforderungen habt, wie zum Beispiel Clients für Queues oder Kafka oder sowas, da wird es relativ schwierig. Da kann es euch passieren, dass es keinen Reactive-Client gibt. Und dann müsst ihr entweder schauen, ob jemand in der Community schon einen gebaut hat oder ob ihr selbst schnell einen zusammenstecken könnt.
Gut, dann, Leander, übergebe ich an dich. Wow, Franz, du hast schon wieder so viele Knöpfe bei mir jetzt mit deinem Talk gedrückt. Das passt total jetzt. Ich glaube, ich muss jetzt noch einmal kurz durchschnaufen, dann wieder ein bisschen beruhigen. Denn ihr merkt, ja, ich werde jetzt gleich ein bisschen weiter ausholen. Denn es ist immer das Gleiche, oder? Mit uns Software-Ingenieuren. Es ist immer dieses X ist besser als Y. Ja, immer dieses Vergleichen. Immer links und rechts, ah, Quarkus ist besser als Jakarta AI. Der Quarkus ist besser als Payara. Quarkus ist besser als Spring. Ja, whatever. Nichtsdestotrotz gibt es da draußen ja definitiv diese Schlacht der Microservice-Frameworks. Ja, und jeder versucht, jeden irgendwie auszuboten. Und bevor ich dann mal meine 50 Cent auf die in meiner Meinung nach aktuell angesagten Microservice-Trends gebe, glaube ich, hole ich mal nochmal zu einem kleinen Flame War aus. Und zwar ein Flame War gegenüber Flame Wars. Ja, also ich mache jetzt ein Flame War, warum Flame Wars am Ende des Tages scheiße sind. Zwar lustig sind, aber scheiße sind. Die meisten von euch kennen mich, die mich noch nicht kennen. Hier, ich bin der Leander, auch ich bin hier im guten alten Rosenheim, sitze hier in der Burgfriedstraße, gleich neben der BGS-Kaserne. Also Hochschule ist hier 300 Meter zu meiner rechten Seite. Habe da vor 21 Jahren den Diplom-Informatiker gemacht. Ich glaube, 21 oder 22 Jahre ist es her. Mittlerweile bin ich eher auch hier als Gastdozent unterwegs für Softwarequalitätssicherung und bin jetzt hier bei der QAWare Principal Software Architect. In genau dem gleichen Geschäftsbereich, wo da auch der Franz unterwegs ist. Das heißt, der gute alte Automobilbauer in München ist einer unserer treuesten Kunden. Jetzt pass auf. Jetzt habe ich gesagt, Flame Wars, und wenn man Flame Wars macht und wenn man so Vergleiche macht und so weiter, ist es immer gut, wenn man so ein Safe Harbor Statement am Anfang hat. Ja? Also bitte, alles, was ich jetzt die nächsten 25 Minuten von mir gebe, bitte legt es nicht auf die Goldwaage. Okay, da ist ein gewisser Kern an Wahrheit dabei, ja, aber es ist mein persönlicher Standpunkt und natürlich werde ich ein paar Dinge ein bisschen überzeichnen, ein bisschen pointiert darstellen, okay, also nicht für bare Münze nehmen und nicht auf die Goldwaage nehmen, ja, lasst euch berieseln, es soll auch ein bisschen lustig gemeint sein, wenngleich da ein gewisser ernster Kern dabei ist. Aber immer wenn man so Talks macht, die irgendwie Dinge vergleichen, ich bin da schon mal brutal ins Messer gelaufen, ja, wenn man da muss man echt aufpassen, weil man will ja nicht den Leuten und den Autoren und den Software-Engineers hinter dem Framework, was man jetzt irgendwie mit A, B, C vergleicht, man will denen ja nichts Böses tun, ne? Aber wenn man da irgendwie nicht aufpasst mit irgendwelchen Performance-Messungen zum Beispiel, wie wir die gerade gesehen haben, ja, wenn man die nicht spot on hat, dann wird man relativ schnell auf Twitter zerlegt. Ja. Deswegen, ich werde heute darauf verzichten, tatsächlich irgendwelche Performance-Daten euch zu zeigen, sondern sporn euch an als professionelle Software-Ingenieure, wenn ihr denn dann interessiert seid an der ja, an dem Performance-Vergleich, dann bitte macht eure eigenen Messungen, okay? Macht euch ein eigenes Bild. Ich glaube, das ist immer besser bei solchen Sachen. So, das gesagt, ja, wer kennt das hier? Ha? Ihr steht mit euren Kollegen in der Kaffeeküche oder in der virtuellen Kaffeeküche ja eher momentan, ja, und dann geht es irgendwie los. Und der eine sagt, was, du machst Nano? Nee, also echte Programmer, die nehmen irgendwie Emacs her, ja. Und dann hört der nächste Kollege, hört irgendwie mit und sagt, was, Emacs, seid ihr wahnsinnig? Nee, Vim ist irgendwie echt das Beste, ja. Und dann kommt der nächste und der sagt, du musst Ed nutzen. Und dann kommt der nächste, du musst irgendwie Cat nutzen. Und dann, ja, dann geht die lustige Diskussion, macht dann irgendwie die Runde. Und ja, und dann kommt der Nächste irgendwie ja und sagt hier irgendwie, hey, ja, echte Programmers, die sollten Schmetterlinge benutzen. Und dann geht er irgendwie, dann fängt er an, irgendwie zu lamentieren und zu philosophieren, warum Schmetterlinge jetzt irgendwie der bessere Editor sind und ja. Und zum Schluss kommt irgendwie raus, Emacs ist es doch. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin mir sicher, ihr habt solche Diskussionen schon noch und nöcher geführt. Vielleicht nicht mit Emacs und Vim, sondern halt irgendwie, warum IntelliJ besser als Visual Studio Code ist. Oder warum OpenShift besser als Kubernetes ist oder eben warum, keine Ahnung, Spring besser als Jakarta AI ist. Ja, also dieser gesunde Austausch, dieser gesunde Rant in der Kaffeeküche über irgendwelche Technologien, ich meine, der beflügelt uns als Software-Ingenieure ja förmlich, oder? Ich meine, das gehört zu unserem Daily Business.
So sieht's aus, die Flame Wars, ne? Immer irgendwie Flame Wars, ja, X ist immer besser als Y. Und das macht Spaß, keine Frage. Der Punkt ist, wenn das, ich sag mal, ins Professionelle reinragt, dann wird es halt schnell, ich finde, dann wird es halt schnell schwierig. Weil in den meisten Fällen werden die Flame Wars natürlich nicht sehr objektiv geführt, oder? Da ist viel Subjektivität dabei, da ist viel Emotion dabei. Und wenn man irgendwie sich für Technologie X begeistert, ja, dann wird man alles tun, Technologie X in einem super Licht darzustellen. Die ganzen Cons wird man natürlich irgendwie ausblenden. Und die Technologie, mit der man es vergleicht, ja, okay, genau umgekehrt, ja, da wird man die ganzen negativen Dinge rauskramen, um natürlich irgendwie die Technologie, die ganz viel Positives hat, dagegen irgendwie abstinken zu lassen. Ja. Also ich finde, das ist echt immer... das eine ist irgendwie Fun und das andere ist, wenn es dann ins professionelle Doing reingeht. Ja? Und wir sind da irgendwie Softwareingenieure, wir verdienen unsere Brötchen mit professioneller Softwareentwicklung. Und ich glaube, da muss man dann nochmal, ich glaube, die beiden Dinge muss man echt, echt voneinander trennen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das Ding hier, oder? Hat jeder von euch schon mal geführt, oder? Microservices is better than Monoliths. Wird nach wie vor seit, keine Ahnung, den letzten 5 Jahren irgendwie wie die Sau durchs Dorf getrieben. Microservices sind irgendwie super viel besser als Monolithen. Und wisst ihr, was ich als erstes immer höre? Ja, ist mein Lieblingsding. Ja, Monolithen sind schwergewichtig. Was auch immer das Ding heißt. Ja, keine Ahnung. Hat mir bisher nie einer beantworten können, hat mir selber auch noch nie einen Reim drauf machen können, warum zum Teufel Monolithen schwergewichtig sind. Wahrscheinlich meint man damit irgendwie, ja, das Deployment und das dauert irgendwie lang, das ist ein dicker Klops und da muss man das auf irgendeine komische VM raufpacken und das ist irgendwie so schwergewichtig, whatever that is. Oder vielleicht ist es auch die Größe mit dem schwergewichtig. Ja, so Monolithen sind natürlich wahrscheinlich von der Codegröße her deutlich, deutlich größer und deutlich mächtiger als vielleicht so ein kleiner, fuzzi kleiner Microservice. Was man bei der Sache meist übersieht, ist, ja, dass dieses Thema Microservices ja dummerweise nicht for free ist. Ja, der gute alte Martin Fowler hat schon mal gesagt, ja, wenn man Systeme neu baut und direkt gleich sagt, hey, ich baue mein System hier, Microservice Architecture ist super angesagt, ich baue mein System gleich auf Microservices, dann ist es ein durchaus riskanter Pfad. Der kann funktionieren, wenn man es drauf hat. Und glaubt mir, ich mache viel Consultancy, ja, ich habe einige Systeme gesehen, da kommt dann eher nicht so eine coole Microservice-Architektur raus, da kommt irgendwie am Ende des Tages ein hochverteilter Monolith raus, der irgendwie dann unter dem Microservice-Label läuft, der aber architektonisch gesprochen super grausam ist, ja, und die Teams überfordert in Richtung Deployment-Komplexität zum Beispiel, ja. Vorher hatte ich irgendwie ein Ding, was ich betreiben muss. Jetzt habe ich irgendwie 15 Dinger, die sich betreiben müssen, die sich auch noch vorgewählt gegenüber aufrufen, am liebsten noch über einen synchronen REST-Call. Und dann wundert man sich, dass der Scheiß nicht läuft, weil halt irgendwie, wenn irgendeiner in der Kette kaputt ist, ja, dann läuft halt das Ding nicht. Solche Sachen hat man bei Monolithen nicht gehabt. Ja? Also man muss schon auch mal die positiven Seiten sehen. Ja? Martin Fowler hat gesagt, hey, fangt doch mal erstmal mit einem Monolithen an. Und wenn ihr feststellt, das Ding ist zu groß, dann dekomponiert man das, macht ein bisschen Refactoring und dann evolutionäre Architektur entwickelt man sein System von einem etwas größeren Ding dann peu à peu zu einem kleineren Ding. Ja? Ihr wisst, wenn man über Microservices redet, ja, da muss man auch kommunizieren zwischen den Dingern. Hey, nächstes Teil. REST versus SOAP. Und guess what? SOAP ist so schwergewichtig. Deswegen muss man ja jetzt REST machen. Ja, weil SOAP, ja, super schwergewichtig. Jetzt könnte ich mal euch auffordern und sagen, hey, Hand hoch, wer kennt denn überhaupt SOAP noch? SOAP steht für Simple Object Access Protocol. Ja, weiß es einer noch? Ja? Ist so ein RPC-Ding. Ja, ist in der Tat schon ziemlich alt. So sieht es ungefähr on the wire aus. Man hat da halt irgendwie so eine RPC-XML-Wurst über HTTP dann an den Server geschickt und der Server hat dann basierend auf dem Body entschieden, ja, welche Remote Procedure er denn dann aufrufen muss auf seiner Server-Side-Implementation. Das ist irgendwie rübergegangen. Und hey, kein Zweifel, klar, in Zeiten von Web ist jetzt irgendwie XML und XML-Parsen ist aufwendig und braucht viel Speicher und so weiter. Ja, also bringt ja schon ein bisschen Gewicht mit. Aber zum Beispiel, ja, ich meine, SOAP hat die WSDL gehabt, so eine Web Service Definition Language. Das war ein ganz schönes, definiertes Format, wie man seine Schnittstellen beschreibt. Ja?
So, wie sieht es auf der REST-Welt aus? Naja, ich fordere euch mal auf, bewertet mal eure REST-APIs gegen dieses ominöse Richardson Maturity Model. Und meiner Erfahrung nach ist es leider so, dass die meisten REST-APIs, die man da draußen sieht, ziemlich scheiße abschneiden, wenn man das mal sagt. Ja, wie gut ist dein REST-API? Dann kommen sie vielleicht auf Level 1 und wenn sie gut sind, kommen sie auf Level 2 und Level 3 ist irgendwie irgendwie akademisch, macht keine Sau. Also auch hier, ja, und eigentlich war der Vergleich REST versus SOAP Äpfel mit Birnen. REST ist ressourcenorientiert, SOAP war immer Remote Procedure Call. Ja, also wenn überhaupt, dann sollte man SOAP mit gRPC vergleichen und nicht mit REST. Also auch der Vergleich hinkt. Ja, mein Liebling, Spring versus Jakarta EE. Franz hat es auch nochmal angesprochen. Ja, da kriege ich so einen Hals bei dem Vergleich, ja, weil auch der nie im Leben fair geführt wird. Das gesagt, das ist wahrscheinlich ein separater Talk, den ich auch Coave intern seitig mal gegeben habe. Ja, und guess what? Ja, Jakarta EE ist ja so schwergewichtig. Aufwachen, Leute. Ja, Jakarta EE ist weit weg von schwergewichtig. Da muss man sich mal den fairen Vergleich anschauen, wie so eine ordentliche Spring-Applikation gegen eine ordentlich gebaute Jakarta EE-Applikation abschneidet. Und dann wird man feststellen, wenn man es drauf hat und wenn man sein Handwerk beherrscht, dann unterscheiden sich die beiden ja gar nicht so viel. Ja? Natürlich, ja, also im Code steckt die Wahrheit, wenn euch der Vergleich interessiert. Schaut bitte auf das GitHub-Repository hier. Ja? Ist schon ein bisschen älter, aber hat nach wie vor immer noch Relevanz. Schaut euch das an. Unterschiedlichste Jakarta EE-Container genommen, gleichen Showcase implementiert und das gleiche dann quasi mit Spring implementiert und dann Wildfly genommen und Payara genommen und Tomcat EE genommen und. Und da wird lustigerweise rauskommen, dass sie sich am Ende des Tages fast nichts nehmen. Weder in Memory Footprint, noch im Durchsatz, noch in sämtlichen Performance-Dingern. Ja? Also auch hier Vorsicht mit solchen Vergleichen. Ah, mein Liebling. Ja? Kotlin versus Java. Auch hier, guess what? Java ist ja so schwergewichtig. Und wisst ihr, an was man es immer festmacht? An den blöden Gettern und Settern, die man an seine Pojos im Java-Universum ranschreiben muss, weil ja Kotlin da so viel besser ist. Ja, ganz ehrlich, Leute, in der Java-Welt, wer schreibt denn das Zeug überhaupt? Niemand schreibt das Zeug. Entweder habe ich eine IDE, die mir die scheiß Getter und Setter generiert, oder ich habe Projekt Lombok am Start, was mir die Dinger über Annotation Processor Magic, einfach ranklickt an das Objekt. Also auch hier, die Vergleiche hinken. Gradle versus Maven. Ja gut, da muss ich sagen, Gradle hat da deutlich die Nase vorn. Also hier bin ich deutlicher Gradle-Fan, muss ich mich outen. Ja, Maven einfach ganz andere Welt. React versus Angular, oder? Die Hipster da draußen machen React. Niemand macht mehr Angular. Angular, guess what? Super schwergewichtig, ja, weil halt irgendwie die JavaScript-Datei 100 Kilobyte größer ist. Ja, und React so viel kleiner ist. Ja, deswegen ist React irgendwie besser. Und mal kurz aus der Technologie raus, Agile versus Waterfall. Am Ende des Tages war das genau die gleiche Diskussion. Agile ist ja so viel besser, Waterfall ist so schwergewichtig. Ja? Ich kenne zig Waterfall-Projekte, die alle erfolgreich waren. Und ich sage euch, es gibt zig agile Projekte, die so prozessverkopft sind, dass die alles andere als leichtgewichtig mittlerweile sind. Ja? Also, X versus Y. Ihr seht meinen Punkt, oder? Ich glaube, wenn ich Äpfel mit Birnen vergleiche, dann kann ich immer einen guten Punkt machen. Ja, dann kann ich echt immer einen guten Punkt machen. Die Frage ist also, wie bestimme ich denn jetzt, dass X wirklich besser als Y ist? Okay, so, ja, Standard-Consultant-Antwort, it depends. Ja, ja, und ich sage euch was, auf was es definitiv nicht ankommt. Okay, es kommt nicht auf irgendein ominöses Gewicht an, ja, und es kommt auch nicht auf irgendein ominöses Alter an. Ja, es gibt gute, alte Vintage-Technologien, die immer noch rock-solid sind, ja, die safe to use sind, die man immer noch verwenden kann. Und wie gesagt, und lasst echt dieses Thema Gewicht aus dem Spiel, weil was ist Gewicht? Ja, ist das Code-Size? Ist das Kilobyte auf der Platte? Ist es irgendwie Memory? Also Gewicht ist so wischiwaschi. Ja? Macht es härter. Ich meine, wir sind Software-Ingenieure. Also wir können die Dinger präziser machen, als irgendwie so ein ominöses Schwergewicht an den Start zu schicken. Es kommt auf den Kontext drauf an, okay? Das ist das, was ich euch für heute jetzt, und dann bin ich fast schon am Ende meines Rants, mitgeben möchte. Der Kontext ist echt super wichtig, okay? Und was ist der Kontext für uns? Hey Mann, das sind unsere Kunden und das sind unsere Projekte. Das ist der Kontext, in dem wir Technologieentscheidungen und Vergleiche immer treffen sollten und müssen. Ja? Statt Technikverliebtheit sollten wir Kundenorientierung in den Vordergrund stellen. Und ja, Augenmaß statt Utopie.
Wirklich, also dieses ganze Reactive-Zeug, ihr könnt euch da so brutal verrennen, dieses Reactive-Zeug hat es mir immer noch nicht bewiesen, dass es so hundertprozentig schneller ist gegenüber klassischem Threading. Also erstmal Augenmaß und dann kommt die Utopie. Seid aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien, anstatt immer diese ewigen Vorbehalte und diese ewige Technikkritik. Ja, ich glaube, das steht uns nicht als Beruf. Nehmt Neues an, ohne dabei ständig das Alte zu verteufeln. Und bitte Pragmatismus statt irgendwelche Dogmen. Ja, ich meine, ich glaube, darauf kommt es an. Kein Cargo-Culting, pragmatisch draufschauen, was ist der Kontext, was ist der Kunde, was ist das Projekt. Und dann kann ich valide X mit Y vergleichen und eine valide Entscheidung treffen. So, Rant beendet. Jetzt lasst uns mal loslegen. Ja, jetzt habe ich euch ja versprochen, wir schauen uns noch so ein paar Microservice-Frameworks an. Der Franz hat uns mal schon Quarkus gezeigt. Ja, cooles Ding von Red Hat dahinter. Wir haben gesagt, jetzt Jakarta EE, Spring Cloud habe ich schon mal anders betrachtet. Also lasst mal die beide rausnehmen. Bleiben für heute 5 Stück. Spark. Und Achtung, das ist nicht das Spark-verteilte Verarbeitungsframework. Die haben leider ein bisschen einen Bug geschossen mit ihrem Namen. Ja, das hat nichts mit Apache Spark zu tun, sondern das Ding heißt Spark for Java, Spark Java. Kleines Open-Source-Dingens. Javalin, weiß nicht, ob ihr das kennt, auch relativ kleines, schnuckliges Framework. Spark und Javalin kuscheln auch so ein bisschen mit der Kotlin-Community. Helidon, wer das noch nicht kennt, ja, das ist quasi... der Quarkus-Competitor von Oracle an den Start geschickt. Also haben wir hier auf der Landkarte schon mal Oracle versus Red Hat. Und dann haben wir auch noch Micronaut, auch von der Open Web Foundation. Also die drei sind es, wo es im Kern drum geht. Ja? Also Helidon, Micronaut, Quarkus, das sind wirklich, ich sag mal, ebenbürtige Gegner, ja? Wo es schon mal lohnt, sich zu überlegen, welcher ist es denn für mein nächstes Projekt. Spark und Javalin, finde ich aber schon, sollte man schon auch irgendwie mal auf dem Radar haben und mal gucken. So, es ist die Frage, wie vergleicht man jetzt Dinge überhaupt? Tja, und jetzt fängt es an, biased zu werden. Jetzt fängt es an, sehr subjektiv zu werden. Ja? Ich gebe euch jetzt mal meine 3 Top-Kriterien mit, wie ich solche Technologien irgendwie anschaue und bewerte, wenn es darum geht, hey, welches davon nutze ich dann in meinem nächsten Kundenprojekt für Unknown Hot Kunde XY. Und das eine, wo ich mittlerweile sehr, sehr stark drauf schaue, ist das Thema Produktivität, oder? Nichts nervt so sehr wie eine coole Technologie, wo man sich 80 Beine brechen muss, bevor man die irgendwie an den Start bekommt. Das nervt total, das kostet Geld. Ja, wir alle müssen irgendwie effizient wirtschaften und irgendwie gut dastehen. Das heißt, Produktivität ist wichtig. Und ich sage euch, ein produktiver Entwickler ist ein Happy Entwickler und ein Happy Entwickler schreibt guten Code. Also das Thema Produktivität hochzuhalten ist enorm wichtig. Ja, jetzt ist es natürlich so ein Buzzword. Was heißt denn Produktivität genau? Oder was würde ich erwarten? Ja, von einem Framework, was eine gute Produktivität garantiert. Ja, das eine ist irgendwie mal so dieses Thema, ey, ich will irgendwie schnell am Start sein, oder? Ich will irgendwie so eine CLI haben oder irgendwie so ein Web-Interface, mit dem ich irgendwie so mein Skeleton-Projekt mir ganz schnell generieren kann und irgendwie eine ZIP-Datei runterladen und zack, bin ich ready to go. Und wenn es das nicht gibt, dann will ich irgendwelche Templates haben oder irgendwelche Maven Archetypes haben oder irgend so ein Zeug. Aber auf jeden Fall will ich relativ schnell von null bis Skeleton, das darf irgendwie gefühlt nicht länger als 5 Minuten dauern. Ganz klar, hey, gute Dokumentation gehört schon irgendwie mit Produktivität, geht irgendwie einher, oder? Ja, irgendwann wird man mal an den Punkt stoßen, dass man irgendwie weiß, okay, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, OpenAPI-Definition in meinen Microservice einbauen. Wie mache ich das? Ja, da will ich nicht erst irgendwie auf Stack Overflow googeln, sondern idealerweise, ja, weil da steht eh nur Spott, da will ich idealerweise in irgendeine offizielle Doku reinschauen, die gut gepflegt ist, die aussagekräftig ist, vielleicht noch ein paar gute Beispiele dazu haben, die ich schnell irgendwie auf meinen Use Case übersetzen kann. Dann brauche ich eine gute Tool-Integration. Ja? Maven-Plugins, Gradle-Plugins, IntelliJ-Plugins, Visual Studio Code-Plugins, you name it. Ja? Ich meine, wir haben ja mehr als nur irgendwie, wir sind auf der Konsole unterwegs. Wir haben meistens irgendeine Idee, in der wir unterwegs sind, die wir nutzen wollen. Und da hätte ich ganz gerne eine gute Tool-Integration. Dann das Thema Comprehensibility, also das auf Deutsch das Thema Verständlichkeit, oder? Ich meine,
ich will irgendwie, wenn ich ein neues Framework lerne und ein neues Framework anschaue, dann will ich das irgendwie, da will ich bewährte Muster sehen. Ich zumindest. Ja? Wenn ich bewährte Muster sehe, dann fühle ich mich wohl, dann kann ich die schnell umsetzen. Franz hat es gerade gesagt, bei Quarkus, ja, wenn man irgendwie eh in der Java-EE-Welt unterwegs ist, dann wird man wahrscheinlich in der Quarkus-Welt auch relativ schnell produktiv sein, weil die sich sehr stark an diese APIs angelehnt haben. Und dann möchte ich natürlich auch noch kurze Turnaround-Zeiten haben. Ja, also ich ändere irgendwie Code. Wie lange dauert es, dass ich die Änderung an meinem Code irgendwie lokal ausprobieren kann? Ja, dauert das 5 Sekunden, dauert es 10 Sekunden, dauert es 30 Sekunden oder dauert es vielleicht auch nur 1 Sekunde? Das sind für mich so, ja, so softe Faktoren, wo ich sage, hey, da schaue ich hin, gute Produktivität, hohe Produktivität ist wichtig für ein Team. Das Zweite, was ich sage, ist Enterprise Readiness. Ja? Viele von den Beispielen, die ich da draußen sehe, die machen immer irgendwie so Microservice, Calculator Microservice, A plus B, ja? Ganz einfaches REST-API. Ja? Leute, sorry, ich meine, solche Microservices bauen wir für unsere Kunden nicht, sondern da braucht es irgendwie ein bisschen mehr. Ja? Da muss irgendwie signifikant Business-Logik rein und so weiter. Das heißt, was heißt es auf Ebene Enterprise Readiness? Also das eine ist auf jeden Fall mal, ja, wenn wir unserem Kunden empfehlen, irgendwie ein Framework zu verwenden, ja, dann schaue ich natürlich ganz stark auf die Maturity. Ja, ich meine, ich würde mich nie trauen, meinem Kunden irgendwie so ein 0.7 Alpha Framework anzuraten, was vielleicht in einem halben Jahr tot ist, weil der Developer keinen Bock mehr hat. Ja? Also ich brauche eine gute Community. Da muss mehr als nur ein Developer irgendwie dahinter sein. Da muss idealerweise eine Company dahinter sein. Ja, und so, weiß ich nicht, so bei Red Hat oder Oracle, da hat man ein relativ gutes Gefühl. Ja, und ich meine, beim Spring Framework, da steckt mittlerweile VMware dahinter. Ja, da hat man schon ein gutes Gefühl, dass das jetzt nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern dass man da sich getrost darauf verlassen kann, dass dieses Framework auch die nächsten 3 bis 5 Jahre noch am Start ist. Man will Frequent Releases haben. Ja, es soll nicht angestaubt sein, es soll weiterentwickelt werden, mit dem Herz der Zeit gehen. Generell so eine gute Qualität einfach aufweisen. Ja, Dokumentationsqualität, Codequalität. Ja, da soll nicht irgendwie 1500 Issues auf GitHub unterwegs sein. Ja, das sind auch einfach so Qualitätsmerkmale, wo ich sage, hey, wenn ich das in einem Enterprise-Kontext nutze, dann würde ich da schon drauf schauen. Wie sieht es mit dem Standard-Support aus? Ja, und Integration-Support. Wenn man beim Unternehmen unterwegs ist, ja, dann hat man halt noch irgendwelche Fremdsysteme. Ja, und guess what? Da hat man schon noch irgendwelche SOAP-Schnittstellen, die man anbinden muss. Also gucke ich halt, hey, wie sieht es denn mit so einem Support aus? Kann ich zumindest noch einen SOAP-Client bauen? Kann ich mich mit irgendeiner OpenID Connect, WebERM, wie auch immer, Lösung gut integrieren? Ja, wie sieht es mit Standards aus? Ja, werden irgendwelche Business-Workflow irgendwie Standards unterstützt? Ja, wie sieht es beim Ops-Unterstützung aus? Wie sieht es mit Kubernetes aus? Wie sieht es mit Cloud aus? Und so weiter. Also das ist alles so Punkte. Ja? Und dann in dem kleinen runden Ding, ja? Wie gesagt, so ein Microservice ist ja mehr als nur das REST-API. Ich muss das Thema Discovery handeln. Ich muss das Thema Resilience, muss ich irgendwie mit irgendwelchen Circuit Breakern und Bulkheads adressieren können. Das Ding muss konfigurierbar sein. Thema 12-Factor-Apps. Ja, ich will irgendwie Datenmanagement, also damit meine ich halt irgendwie sowas wie Persistence Layer, ja, relationale Datenbanken-Support, Postgre, keine Ahnung, MySQL, NoSQL-Support, irgendwie MongoDB und was es nicht alles gibt. Wie sieht es beim Thema Elasticity aus? Was ist bei der Security? Welche Standards werden da unterstützt von dem Framework? Wie sieht es beim Logging aus? Wie sieht es bei der ganzen Diagnosability aus, beim Tracing, beim Monitoring? Bietet mir das Ding halt irgendwelche Standardschnittstellen für Prometheus, für Datadog, für you name it. Alles, was man da draußen so in der Welt antrifft, in großen Unternehmen, da erwarte ich, dass so ein Framework mir guten Support liefert. Ja? Auf der Basis würde ich die Dinger vergleichen. Und der dritte Punkt. Und ich sage es vorab, ich finde den fast mittlerweile ein bisschen overrated. Ja, ich sage nicht, dass man das Thema nicht betrachten sollte. Aber ich glaube manchmal, ihr wisst schon diesen Spruch, ja, the root of all evil is premature optimization. Ja. Klar sollte man sein Zeug testen und sollte man schauen, dass irgendwie das Ding irgendwie performant und ressourceneffizient ist. Ja, logisch. Low memory footprint. Es macht einen Unterschied, ob man Microservice 100 MB Heap braucht oder Speicher braucht oder 600 MB Heap. Ja, logisch, das ist irgendwie ein Unterschied. Ob er 100 oder 120 braucht, hey, ganz ehrlich, who cares? Ja, Low Resource Usage, das ist so ein Thema. Klar, braucht das Ding 500 Threads oder ist es asynchron innen drin programmiert?
wie sieht es mit dem Durchsatz aus, wie sieht es mit der Errorrate aus, Fast Startup Time, hat der Franz vorhin sehr schön gesagt. Ich meine, da sind dann schon Dinge zu unterscheiden. Ja, aber auch hier, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ein Ding in einer Sekunde hochfährt, in 2 Sekunden hochfährt oder in 20 Sekunden hochfährt. Das ist ein deutlicher Unterschied zwischen 1 und 2 Sekunden. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile dann nicht mehr so dahinter, um zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt das Zünglein an der Waage. Ja, das ist ein Detail. Und am Ende des Tages, die Performance, ganz ehrlich, die solltet ihr immer an eurem konkreten Use Case messen und nicht an irgendeinem synthetischen Use Case, der irgendeiner irgendwo gebaut hat. Ich glaube, das ist das Wichtige hier beim Thema Performance. So, jetzt kommen wir endlich mal zum Code. Ja, jetzt habe ich genug geredet und euch eine Menge Slides gezeigt. Also schaut bitte hier nochmal auf das GitHub Repo, Coding is X is better than Y. Schaut her, das hier ist das Repository. Was habe ich gemacht? Also hier gibt es irgendwie so eine Ansammlung von verschiedenen relativ gleichgearteten, also der Code, ich zeige euch das auch gleich nochmal, ist am Ende des Tages fast immer genau das Gleiche. Ja? Also Thema schwergewichtig, leichtgewichtig, an der Stelle kann ich nur sagen, die unterscheiden sich 0,0. Ihr könnt fast den gleichen Code nehmen, kopieren, in das andere Ding reinstecken und es läuft fast, ja, solange sie API-kompatibel sind. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mal eine kleine Weather-Applikation, da kann man irgendwie fragen, wie ist das Wetter in Rosenheim? Habe ich mal in Helidon gebaut, dann habe ich das mit Javelin gebaut, dann habe ich das mit Micronaut gebaut, mit Quarkus gebaut und mit Spark Java gebaut. Und noch als kleines Zuckerl obendrauf gibt es noch ein kleines Kommandozeilen-Interface, was man cool mit Micronaut und mit Quarkus baut. Also da merkt ihr schon, da ist die erste Unterscheidung. Micronaut und Quarkus haben sich geöffnet und sind jetzt zumindest mal, ja, Thema Enterprise Readiness, sind in eine Richtung gegangen, dass du mit diesen Frameworks mittlerweile Anwendungen bauen kannst, auch nativ bauen kannst, die eigentlich gar nichts mehr mit einem Microservice zu tun haben. Ja, weil die Welt da draußen ist nicht nur Microservices. Manchmal braucht man auch nur ein kleines Kommandozeilentool, einen kleinen Client, den man irgendwie testen will, irgendwas Kleines, was man in den Container stecken will, weil es gar kein REST-API braucht. Micronaut und Quarkus bieten mir mittlerweile die Möglichkeit, mit dem gleichen Stack einfach schnöde Kommandozeilen-Applikationen zu bauen. Das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich charmant. So, wenn ihr mal guckt, wir haben das Thema Developer Productivity gehabt. So, also Quarkus mal als Beispiel hat so eine kleine CLI, die man nutzen kann. Ja, das ist wie irgendwie in der Angular-Welt oder wo auch immer. Man hat diese Quarkus CLI installiert auf seinem lokalen Rechner und über die CLI kann man halt so die normalen Dinge tun, die so ein Entwickler tut. Ja, ich kann mir neue Applikationen anlegen. Das seht ihr hier. Quarkus Create App. Dann kann ich sagen minus minus Gradle. Dann kriege ich irgendwie mein Gradle-Bild. Ich will das in Java gebaut haben. Dann sage ich hier minus minus Java. Ich brauche noch einen Wrapper dazu. Ich kann den Package-Name anlegen. Und danach, zack, puff, einen Mausklick oder einen Enter-Klick. Schon habe ich eine neu angelegte Applikation. Das Gleiche gilt hier vielleicht auch. Ja. Quarkus zusätzlich bietet noch die Möglichkeit, wo haben wir das hier? Wartet hier, wenn wir hier irgendwie Start Coding machen. Ja. Also ja, hier, das ist so ein bisschen angehaucht, dann wer in der Spring-Welt unterwegs ist, wird das hier kennen. Man hat halt irgendwie so ein nettes Web-Interface und dann kann man hier irgendwie so Dinge anklicken. Oh Gott, und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das. Und dann gibt man das hier oben an und nee, Maven mögen wir nicht, das machen wir Gradle. Und dann machen wir hier Generate Project und dann kann ich entweder hier einen ZIP runterladen und aus die Maus. Ja? Also da sage ich, Thema Time to Code, ja, oder Time to Project ist mit Quarkus, finde ich persönlich, sehr gut adressiert über eine CLI und das Webinterface. Gleiches gibt es bei Micronaut. Ja? Ihr merkt schon, hier an der Stelle nehmen die sich nicht so sehr viel. Ja, da gibt es halt hier irgendwie SDK Install und dann kann ich Micronaut Create App sagen und ziemlich gleich die gleichen Parameter, wie ich oben hatte, sage ich halt hier Gradle als Build-Tool, Java als Sprache, Version Java 11 und gebe dem Ding einen Namen. Und guess what? Helidon als drittes hat auch irgendwie so ein CLI, kann ich Init sagen. Helidon hat zusätzlich noch einen Maven Archetype. Leider sieht es bei Helidon mit dem Gradle-Support nicht so gut aus. Deswegen stinkt es bei mir dann ein bisschen ab. Aber macht nichts. Sie haben angekündigt, dass es bald kommt. Also Time to Code relativ gut. Wenn ihr mal auf die Seiten schaut, wie gesagt, bei Helidon ist Oracle dahinter, bei Quarkus ist Red Hat dahinter. Und hier bei Micronaut ist halt irgendwie die Foundation dahinter. Dokumentation,
Maturity, Community, alles gesichert bei den drei. Da hockt man sich auf jeden Fall mal nicht in die Nässe. Ja, da muss ich euch gestehen, da hat keiner so wirklich die Nase vorne in meinen Augen. Ja, okay, Helidon hat keinen Gradle-Support, also vielleicht beim Thema Gradle das Schlüssellicht. Ja, aber sonst irgendwie vergleichbar. So, also jetzt haben wir die Dinger angelegt. Jetzt lasst uns mal in den Code schauen. So. So, Quarkus hat Franz schon geschaut. Quarkus insofern uninteressant, also vielleicht mal ganz kurz reingeschaut. Ja, also was habe ich hier gemacht? Also ich habe hier so für die Leute, die in einer Microprofile-Welt, CDI-Welt, Java-E-Welt unterwegs sind, ja, mei, da ist Quarkus yet another runtime. Ja, wie Franz gesagt hat, das kann man fast eins zu eins aus einem, ich sag mal, altbackenen oder wie auch immer, JE-Container in Quarkus überführen. Ich habe halt hier so eine Application, dann habe ich meine Annotationen dran, dann habe ich halt hier meine Resource, dann mache ich halt hier irgendwie Application Scope und der Path dran, um den Pfad zu setzen. Hier habe ich meine Methode, die AppGet ist, die produces JSON. Ich habe hier so eine AppTimes-Annotation dran, um ein bisschen ein paar Metriken rauszuspucken. Ich kann mit AppInject arbeiten, um Dependency Injection zu machen. Also ich würde mal sagen, alle Standards da, die einem ermöglichen, guten Code zu schreiben, guten wartbaren Code zu schreiben gegen etablierte Standard-APIs im Enterprise-Umfeld. Ja, und da muss man sich nichts vormachen. Ja, Java EE im Enterprise-Umfeld oder Jakarta EE neuerdings ist einfach sau etabliert im Unternehmensumfeld. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das gesagt, wenn wir uns jetzt mal Helidon anschauen, also die Oracle-Geschichte, ihr werdet sehen, es sind fast genau die gleichen Dateien. Ich habe sie anders genannt und habe halt jetzt nicht Quarkus, sondern Helidon vor. Aber hey, das Ding hat auch so eine Application. Hey, das Ding hat auch so eine Resource. Hey, das Ding hat auch so ein Repository. Und es ist API baugleich. Okay? Das Einzige, was ich austausche, ist die Runtime. Und ich meine, das sind doch mal gute Nachrichten, finde ich. Ja, wenn man sich mit dem einen verrennt, dann ist, glaube ich, der Switch zu einer anderen Runtime gar nicht so gravierend. Der ist gar nicht so groß. Also Helidon mit Quarkus könnte ich am Ende des Tages, was den Source Code betrifft, die Applikation betrifft, fast eins zu eins austauschen. Ja. Wie gesagt, ja, Helidon, ihr seht, ist jetzt hier irgendwie Maven-Build und ja, bei Quarkus habe ich halt doch eher den Gradle-Build. Also, aber das ist der einzige Unterschied. Okay, aber das ist nicht der Source Code, sondern eigentlich nur, wie ich es baue. Wenn man sich Micronaut mal anschaut, als den, ich sag mal, den dritten Major-Contender, da wird man jetzt feststellen, dass die Art und Weise, wie man dort programmiert, also als ich es ausprobiert habe, das war wie Spring. Die sind halt eher einen eigenen Weg gegangen. Ihr seht hier bei den Imports, das ist halt irgendwie alles IO, Micronaut, HTTP und nicht irgendwelche Standard-APIs, sondern die haben halt ihr eigenes API gemacht. Aber so von der Benutzung her, so AppController und AppGet und AppInject und so weiter, das ist alles ziemlich, also wenn man schon mal was mit Spring gebaut hat oder Spring Cloud gebaut hat, dann wird man sagen, hey, da fühle ich mich fast zu Hause. Ja, der Import ist ein bisschen anders, aber die Dinger heißen fast genau gleich. Ja, also da finde ich es echt spannend, dass dort unter der Haube fast wieder dieses Spring versus Jakarta EE versus Ding aufgeht. Ja, ja. Helidon und Micronaut sind eher auf der Java EE-Welle. Ja, Micronaut schwimmt eher so den Ansatz, wie man es aus einer Spring Boot, Spring Cloud Welt gewohnt ist. Aber sonst nichts anderes. Man kann am Ende des Tages mit vergleichbar viel Code, mit ein bisschen anderen APIs genau den gleichen Use Case bauen. Ja. Die anderen beiden möchte ich euch nicht vorenthalten. Javelin und Spark Java. Da ist es jetzt so, wenn ihr euch an dieses Microservice-Molekül zurückerinnert auf der hier, dann ist es so, dass diese Frameworks, also Spark Java als auch Javelin, mit Sicherheit nicht das volle Spektrum aller Dinge abbilden. Okay? Die fokussieren sich sehr stark auf das Thema REST-API, sie fokussieren sich sehr stark auf das Thema Runtime. Na klar haben sie ein bisschen Logging dabei, ein bisschen Security dabei, ein bisschen Monitoring und Konfiguration meistens auch. Und der Rest kommt aber mit diesen Frameworks eher nicht mit. Ja? Das heißt, so eine App, die ist super schnell hingestellt. Also um mal schnell so ein POC zu bauen, würde ich sagen, hey, tun die Dinger total. Ja, wenn man speziell ins Thema Enterprise denkt, dann
steht man halt hier vor der Aufgabe, ja, JavaLin hat keine Antwort auf, wie mache ich Dependency Injection? Ich bringe kein Framework mit. Muss ich, wenn dann, selbst reinbauen oder wenn dann selbst nachrüsten oder halt sagen, brauche ich nicht. Ja. Also habe ich hier irgendwie dafür in relativ wenig Code, vergleichbar weniger Code als die anderen, habe ich halt auch hier wieder irgendwie so ein kleines Weather-Rest-Ding. In der Spark-Java-Welt sieht es genauso aus. Ja? Also auch hier sehr rudimentär, sehr überschaubar. REST-APIs plus Runtime, beide Frameworks unter der Haube haben Jetty im Bauch. Also ich kann wirklich mit sehr schnell, mit sehr wenig Code, mit am Ende des Tages, wenn ihr euch das mal anschaut, eine Core-Dependency, und hier will ich noch ein bisschen JSON machen, also mit ganz wenig Dependency-Overhead kann ich relativ schnell und zügig so einen kleinen Mini-Microservice auf die Beine stellen. Ja. Im Enterprise-Umfeld, muss ich gestehen, würde ich es persönlich mir überlegen, auf eins von den beiden zu setzen, weil man halt dann dieses Thema, wie integriere ich unterschiedliche Libraries und Technologien, das muss ich halt hier alles selber machen. Das kann seinen Vorteil haben, wenn ich wirklich echt super klein und schnucklig sein will, aber ich glaube, genau diese Hausaufgaben sind ja quasi von der Micronaut, der Corpus und der Helidon-Community schon gemacht worden. Ja. Und wenn ihr euch das mal anschaut, was die so haben, ja, also hier bei, weiß ich nicht, bei Quarkus, wenn man sich da mal die Doku anschaut, ich meine, da ist, ja, da ist hier die Get Started, wo haben wir denn hier die Doku about? Container First, hier sind jede Menge Books und so weiter. Ja, oder hier bei Helidon, wenn man hier nochmal Get Started macht, ja, da werdet ihr halt hier sehen, ich habe Helidon MP gemacht, die bringen halt echt gleich eine Menge mit. Konfiguration, Cores, gRPC, GraphQL, HealthChecks, JuxaS, JPA für Persistence, Metrics, OpenAPI und so weiter. Ja, da muss ich mir keine Gedanken machen über irgendwie, passt Technologie X mit Y zusammen oder Framework X mit Y, sondern es ist halt alles von denen schon vorgefertigt. Ja. So, und Thema Performance. Jetzt wird es lustig an der Stelle. Ja, auch dort, guess what, nehmen sich die Technologien nicht wirklich viel. Ja, das, was Franz angesprochen hat, das Thema GraalVM, Native Images. Ja, mei, das können alle. Ja, das kann Quarkus, das kann Micronaut und das kann auch Helidon. Ja, und mit ein bisschen Hirnschmalz, dann schaffe ich das eigentlich auch für JavaLin und Spark Java. Die bringen es nicht out of the box mit. Aber Helidon, Micronaut, als auch Quarkus bieten mir die Möglichkeit, mit der GraalVM native Images zu bauen. Ja? Also das ist alles überhaupt kein Thema. Wie Franz sagt, ja, das dauert ein bisschen lang. Das macht man nicht als normaler Entwickler. Das baut man wahrscheinlich eher in sein CI-Bild rein. Und dann schaut man halt, oder man macht es containerisiert. Das Problem bei GraalVM ist, wenn ich das jetzt lokal bei mir mache, dann kommt halt da kein Linux-Binary raus, schlichtweg ein macOS-Binary jetzt in meinem Fall raus. Was aber ziemlich cool ist, also für Microservices sollte man nochmal überlegen und seine Messungen machen, weil es gibt schon einen Unterschied. Startup-Time bei GraalVM-Images ist super kurz. Beim Thema Durchsatz hat aber nach wie vor die JVM die Nase vorn. Ja, das ist auch das, was die GraalVM-Leute sagen. Ja, also wenn es darum geht, long-running Processes zu haben, ja, die einen hohen Durchsatz erzielen müssen, dann ist es in den meisten Fällen immer noch besser, auf den JVM-Mode zu setzen, anstatt ein Native Image zu fahren. Ja? Aber auch hier wieder, das sind also Erfahrungen, am besten selber messen, ja, und dann selber die Entscheidung treffen. Wo ich aber glaube, dass es richtig cool ist, das ist halt dann beim Thema CLI-Applikationen. Ja? Wenn ich dann doch mal so ein kleines Utility-Programm brauche, ja, was irgendwie schnell starten soll. Ja, bei so einem CLI-Programm, da ist es wichtig, dass das Ding schnell startet und nicht irgendwie noch ein JDK braucht, um zum Laufen. Ja, irgendwelche DevOps-Tools, die ich mir vielleicht auf den Server kurz mal raufschmeiße. Ja, da ist es halt hier. Ich habe das schon einmal gemacht. Zack. Und dann hier gibt es ein Kommando, eine Kommandozeile. Da hat man halt hier Codeineers und dann seht ihr halt hier, das. Ja, das war jetzt ein Native-Ding. Unter der Haube ist da so eine kleine abgesteckte VM zwar drin, aber hier ist halt das Ding. Mit Codeineers, weiß nicht, jetzt schauen wir mal, kann das Ding --help. Ja, hat es auch, hat irgendwie ein Help-Interface. Ich kann irgendwie sagen --version. Also
ziemlich cooler Support für, ich sag mal, Standard-Command-Line-Interface-Applikationen. Wen das näher interessiert, dem sage ich nur, schaut euch mal Projekt Pico CLI an. Ja, das ist ein ziemlich kleines, schlankes Framework für Kommandozeilen-Interfaces, was auch super geilen GraalSupport mitbringt. Und wenn ihr dazu einen Talk haben wollt, dann schaut euch am besten den Talk hier an oder diese Slides hier. Den habe ich letztes Jahr mal auf der OOP bzw. auf den Java Days gehalten. Ja, wie man quasi effizientes DevOps-Tooling mit Java und der GraalVM umsetzen kann auf Basis von Pico CLI und vielleicht, wenn ihr wollt, halt mit Quarkus noch mit dazu. Alright, dann. Wir haben gesagt, wir wollen heute nicht so lange machen. Insofern, also, meine 50 Cent zu dem. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass ich euch nicht gesagt habe, welcher von den fünf, die wir jetzt kurz angeschaut haben, der beste ist. Ja, bitte, ja, bildet euch euer eigenes Urteil, macht eure eigenen Messungen, ja, weil meine Messungen sind bestimmt nicht so aussagekräftig dann für euren Use Case. Ihr müsst das selber machen, ja, besonders auf die Performance. Man muss auf sein Team schauen, welches der APIs, welches der Frameworks einem irgendwie besser passt. Und ja, und so ein bisschen Subjektivität schwingt ja da auch noch mit. Vielleicht, weiß ich nicht, mag man Oracle nicht, deswegen macht man Helidon nicht, oder man mag Red Hat nicht, dann macht man halt irgendwie nicht Quarkus. Da sind so viele Faktoren, die damit reinspielen in eine, ich sag mal, in eine gute Auswahl. Ja, und diesen Kontext, den kann ich euch nicht geben. Ja, ich kenne meinen Kontext und ihr kennt euren Kontext gut. Insofern, ja, bitte macht euch euer eigenes Bild, schaut euch das Repo an. Ich glaube, das ist mal ein guter Start. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch abschließend zu sagen, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ich wirklich hasse. Und das eine ist halt irgendwie Leute, die irgendwie intolerant gegenüber anderer Leute Technologie sind, und JavaScript Development. Ja, das hasse ich irgendwie. Ja. Danke euch. Und jetzt geht's los mit dem Flame War und dem Rant. Konntet ihr andocken? Leander, wir haben eine Aussage im Chat auf Twitch. Den habe ich gerade hier in den Chat gepostet. Vielleicht möchtest du darauf reagieren. Der Vergleich, ich lese mal vor, der Vergleich zwischen React und Angular hinkt. Angular hat einen anderen Anwendungsfall, als es React ist. Angular ist eine Full-Featured Solution, während React View nur den View-Layer bringt. Und ja, du hast vollkommen recht, der Vergleich hinkt total. Ja? Und das ist es immer mit diesen Frame Wars, dass man am Ende des Tages Äpfel mit Birne vergleicht. Das ist wie dieses Thema SOAP versus REST. Das eine ist ein RPC-Framework, das andere ist resource-orientiert. Ja, also ich habe das absichtlich genommen, deswegen habe ich gesagt, es ist pointiert dargestellt, und ihr habt gewusst, dass das eine oder andere bei dem einen oder anderen etwas triggert. Das ist wie Scala versus Java, oder ja? Play Framework in Scala versus Java EE. Ja, und dann wird der eine natürlich sagen, ja, Play ist das Beste der Welt, und der andere wird natürlich sagen, ja, nee, oh, mit dem Scala-Zeug kannst du da, Scala überhaupt nicht meine Sprache. Ich bleibe mal schön bei meinem Ding. Das ist immer dieses Äpfel mit Birnen-Ding, und ich glaube, da muss man halt einfach fair bleiben, ja, wenn man solche Vergleiche macht. Also vollkommen richtig, React und Angular hinkt. Hätte ich vielleicht besser Angular und Vue sagen sollen, wäre wahrscheinlich auch nicht so fair gewesen. Ja. Aber ja, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ihn gerade geoutet. Ich bin ja nicht so der JavaScript-Development-Typ. Also nicht ganz mein Home-Turf. Sonst noch? Ich hätte tatsächlich mal eine Frage. Wie oft hast du die Wahl, selber überhaupt auszuwählen, oder wie oft kommt es vom Kunden schon vor? Ich meine, ihr seid ja beim großen Autobauer, und da hat man schon, oder hört man zumindest oft, dass der Autobauer eh schon fix festschreibt, was du überhaupt nehmen darfst. Ja, das hört man oft, und ja klar, ich meine, das ist bei diesem Thema Enterprise Readiness, es gibt halt einfach gewisse Standards, etablierte Standards, an die man sich halt einfach halten muss. Nichtsdestotrotz, erfahrungsgemäß ist es so, Tobias, wenn man gut argumentieren kann, warum der Standard nicht passt und warum es jetzt einen neuen Weg braucht, und da musst du halt dann Fakten liefern, da braucht es halt harte Zahlen, ja, entweder harte Performance-Zahlen oder whatever, aber harte Zahlen, harte Fakten, dann
ist es nach wie vor möglich, auch einen eigenen Weg zu gehen. Ja? Aber er ist steinig, das möchte ich nicht verschweigen. Ja? Und ich meine, viele große Unternehmen sind da ziemlich, ziemlich gefestigt, weißt du, weil die schauen halt auf ihr gesamtes Portfolio, auf ihr gesamtes Applikationsportfolio und sagen halt einfach, es ist halt einfach auch, ich sag mal, aus Unternehmenssicht nicht irgendwie klug, noch irgendwie Python Microservices und dann hast du noch ein paar TypeScript Node Microservices unterwegs und dann hast du ein paar Scala Microservices und ein paar Java Microservices, die in 5 verschiedenen Frameworks gebaut sind. Das ist halt dann schon auch irgendwie so ein Wartbarkeitsthema für ein großes Unternehmen. Ja, also ich glaube, da ist es halt im Sinne der IT-Governance ein legitimer Wunsch, ich sag mal, diesen Lösungsraum zu beschränken. Und viele Unternehmen haben sich aber mittlerweile geöffnet. Ja, ich glaube, vor 10 Jahren gab es genau den einen Standard und du musstest komme, was wolle, genau das eine machen. Mittlerweile, glaube ich, sind da die Unternehmen deutlich, deutlich reifer und offener für 1, 2, 3 unterschiedliche Technologien. Ja. Aber nicht 10. Ja, ich glaube, 10 ist dann irgendwie auch nicht sinnvoll. Weil es bei uns halt schon sehr stark auf die Projektgröße drauf ankommt oder auf die Kundengröße. Also bei meinen glücklicherweise im letzten Jahr Projekte, da konnten wir sehr viel Technologie vorschlagen. Aber klar, je größer die sind, desto mehr haben die klare Vorstellung davon, was sie wollen. Und je mehr es Richtung Beratung geht, desto mehr kann man beeinflussen. Ja, genau, wie du sagst, Michael. Ja, ich meine, je größer das Unternehmen wird, desto mehr sind halt einfach so Stabsstellen, so querschnittliche Stabsstellen unterwegs, also irgendwelche IT-Governance-Abteilungen, irgendwelche Chief-Security-Abteilungen und so weiter, die halt da einfach sehr viel Meinung reinbringen, sehr viel Standardisierung reinbringen. Ja, und wenn du eher so in Richtung Mittelstand gehst, ich glaube, da hat man schon durchaus immer noch Beratungshoheit, möchte ich es mal nennen. Ja. Bis hin zu, wir machen alles, was ihr sagt, passt schon. Ja gut, auch da ja, muss man sich halt überlegen, ob man das dann mitmacht oder nicht. Ne? Also ich kann euch nur einladen, spielt rum mit den Dingern. Ja? Ich meine, jetzt die 3 großen, die ich euch heute gezeigt habe, die machen echt einen soliden Eindruck. Ja? Für mich echt, also leicht die Nase vorn, muss ich gestehen, am entweder Micronaut oder Quarkus durch diese CLI-Geschichte. Da hat Helidon noch keine Antwort drauf. Bis jetzt. Ja, bis jetzt muss man ja sagen, ich glaube, die sind da auch fleißig am Werkeln. Aber dass man nicht nur auf irgendwie REST-APIs und irgendwie Microservices festgelegt ist mit dem Framework, sondern wie gesagt auch Standard-Applikationen bauen kann, um irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche ETL-Jobs, irgendwelche Daten abzuziehen oder irgendwelche DevOps-Tools zu bauen, das finde ich schon sehr charmant. Ja, zahlt wieder auf das Thema Produktivität ein. Ja, du hast genau einen Stack, gegen den du entwickelst, egal welche Sorte von Applikation du baust. Also da, die beiden fand ich da schon einen Ticken weiter vorne. Es gibt noch mal eine Antwort im Chat. Ich schaue, du meinst die Antwort, die Twitch-Antwort, ich kann sie auch noch mal vorlesen. Also Antwort von Twitch-User. Nee, ich schrieb ja, React versus Vue sind da komplett anders. Mir fällt ad hoc auch keine Alternative zu Angular ein, die so viel mitbringt. Wir reden hier von einem HTTP-Client. Das Aufzwingen von RxJS, Dependency Injection, React, Vue, Marco und Svelte bringen da sowas überhaupt nicht mit. Ja, das ist halt, es kommt mir so ein bisschen vor, dieses, wie die anderen beiden Kandidaten, also Javalin und das Spark Java. Ja, Javalin, Spark, Java bringen super wenig mit. Ja, bringen halt irgendwie dieses Microservice-Chassis mit, bringen ihren kleinen Jetty mit und man kann halt Microservices bauen. Die haben keine Antwort auf Dependency Injection. Kann ich wählen, was ich will. Die haben keine Antwort auf Observability. Kann ich nehmen, was ich will. Kann ich Micrometer nehmen, kann ich whatever nehmen. Also vielleicht ist das halt einfach wieder genau ähnlich. Und da muss man halt unterscheiden. Ja, brauche ich eher so ein Barebone-Framework oder brauche ich die eher dicke Wumme? Ja. Kommt auf den Kontext drauf an, kommt auf das Projekt drauf an. So. Eine Frage von mir vielleicht noch in die Runde. Habt ihr denn schon mit den ganz neueren Frameworks auch schon Erfahrungen in euren Projekten gemacht? Ich meine, Java EE oder Spring Boot sind ja irgendwie so riesige Kontrahenten. Habt ihr das schon irgendwie schon mal in Production hergenommen?
Also wir haben bei uns Quarkus mittlerweile als zweites, ich sag mal, als zweites Standbein. Ja, die meisten eher älteren Zeugs ist auf Java EE Payara Basis und das neuere, die neueren Microservices dann durchaus schon auf Quarkus. Ja. Ja, und so alles dazwischen ist halt irgendwie Spring Boot. Wie sieht es bei euch aus, Stefan? Wir haben tatsächlich viel auf Micronaut aktuell gesetzt. Also wir haben ursprünglich auch einiges an Spring Boot schon mal ausprobiert. Ja, ist auch ein riesiges Ökosystem. Haben da vor allem so ein bisschen damit gestruggelt, dass dass es irgendwie so zehntausende Lösungen für irgendwie alles gibt. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch ewig gebraucht, um Security und so hinzubekommen. Bei Micronaut fand ich das ganz charmante, dass es halt irgendwie so ein Core-Ding gibt, wenige Legacy, und dass es zum Beispiel relativ easy ist, dann Security aufzusetzen. Und ja, mit den ganzen Startup-Times und so, das ist auch ganz, ganz nett, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Ja, bei den Startup-Times mach einfach mal die Messung. Ja, also ich kann es gerne, jetzt habe ich den Screenshot zwar beendet, ich meine, wir können es gleich nochmal zeigen. Da kommt als erstes das Thema Performance, ja, und dann stellt man halt fest, die Quarkus-Applikation fährt in 268 Millisekunden hoch und die Micronaut-Applikation, die fährt halt in, weiß ich nicht, 412 Millisekunden hoch und die Helidon-Anwendung, die fährt halt irgendwie in, keine Ahnung, 368 hoch. Ja, ist es das wirklich? Ist das wirklich das entscheidende Kriterium, dass der eine 100 Millisekunden schneller hochfährt als das andere? Ja? Also ich meine, welche Sorte von Applikationen ist das? Ich meine, wir bauen ja jetzt keine Applikationen für irgendwie ein Atomkraftwerk, wo 100 Millisekunden irgendwie mission critical sind, sondern das ist es ja meistens bei so Enterprise-Business-Anwendungen nicht. Ja, oder dieses letzte Quäntchen an Heap-Usage. Braucht der eine halt irgendwie 10 Megabyte mehr, ja, who cares? Also, weißt du, also deswegen habe ich vorhin gesagt, so dieses dritte Kriterium für mich, diese Performance, ich will es nicht kleinreden, aber ich glaube, es wird immer höher gekocht, als es wirklich ist. Da ist irgendwie dieses Thema, hey, wie schnell bin ich, wie produktiv bin ich mit meinem Team, kann ich für meinen Kunden relativ schnell Business-Mehrwert schaffen, jenseits aller Technologie? Das ist doch das, was entscheidend ist, oder? Dann mache ich meinen Kunden happy, mache ich das Projekt happy, kriege ich meine Features schnell umgesetzt oder muss ich mich hier mit dem Framework erstmal eine Woche auseinandersetzen, um irgendwie ein kleines Feature umzusetzen? Ich absolut bei dir. Genau, ich meine, bei uns tatsächlich so das Hauptargument war, ich meine, das, was du unter Produktivität mal zusammengefasst hast. Also ich meine, MyCloud, ich finde die Doku einfach stark. Du kannst einmal reinschauen, es gibt für jeden Beispiel, ob du jetzt quasi einen deklarativen HTTP-Client hernehmen möchtest, ob du jetzt quasi Implementierungen für HTTP-Clients einfach austauschen möchtest, das klappt einfach relativ easy und das spacest du einmal rein und es funktioniert einfach. Und es gibt halt für viele Use Cases einfach so den Standard, die Standard-Implementierung oder den Standardweg, das Ganze zu lösen. Und bei Spring hatte ich zumindest den Eindruck, du suchst nach irgendwas, hast 15 verschiedene Blogartikel, die irgendwas gemacht haben und jeder hat es irgendwie anders gemacht, 14 von denen funktionieren nicht. Und der 15. baut auf irgendwelche veralteten Dependencies auf und du musst dann quasi die ganze eigentlich nur nachfixen, bis du einfach irgendwas ans Laufen bekommst. Und das fanden die einfach ein bisschen lästig. Und ich meine, das dauert dann noch, fand ich zumindest auch ein bisschen länger, um Teammitglieder einfach gescheit zu onboarden. Wenn du halt sagst, okay, das hier ist einfach das Standardding und das kannst du dann verwenden. Die Sachen findest du in der Doku. Und es ist jetzt nicht, du musst jetzt diese 15 Hacks wissen, damit du weißt, okay, das hier solltest du in Zukunft nehmen oder diese Blogartikel, denen solltest du nicht vertrauen und so weiter. Und das war zumindest für uns ein ganz großer Punkt, um möglichst schnell produktiv zu sein, möglichst schnell irgendwie Anwendungen hinstellen zu können, die Mehrwert bringen. Ist es nicht ein inhärentes Problem? Wenn eine Anwendung sehr stark verbreitet ist, schreiben viele Leute drüber und nicht unbedingt immer qualitativ hochwertig? Ja, okay. Insbesondere klar. Je länger dass es online ist, desto mehr veraltete Dinge findet man. Also eine meiner Standard-Suchfilter ist, eingrenzt auf die letzte ein bis drei Jahre. Ansonsten, wie du sagst, kriegst du halt irgendwie so einen Spring 4-Artikel oder sowas, was keinem Menschen hilft. Ja, klar, natürlich. Ich meine, Micronaut hat natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass es einfach neuer ist und schon ein bisschen lernen konnte, was halt Spring irgendwie schon gemacht hat, was irgendwie funktioniert, was nicht funktioniert hat. Mhm. Das wird in 5 bis 10 Jahren vermutlich genau das gleiche Problem Micronaut sein. Das sehe ich schon total ein. Aber zumindest dann jetzt, wenn man halt irgendwie anfängt, dann war es halt für uns einfach die Entscheidung, okay, wir setzen uns einfach aufs Neuere. Das sah stabil aus, es kommen regelmäßige Releases und so weiter raus, scheint vernünftig zu sein und da haben wir deswegen drauf gebaut. Ich meine, wer weiß, wie es in 10 Jahren dann sein wird. Ich meine, allein aufs Alter geschaut. Also ich meine, Micronaut ist ja, ich meine, verglichen mit Quarkus zum Beispiel, ist ja durchaus eigentlich auch schon wieder ein ganz schön alter Hase.
Ja, also ich werde jetzt mal, ich versuche gerade zu gucken kurz auf GitHub, aber ich bin der Meinung, Micronaut gibt es ja schon deutlich länger als irgendwie jetzt die erste nutzbare Quarkus-Version zum Beispiel. Wann habt ihr angefangen, Stefan? Wann habt ihr angefangen mit eurem Micronaut-Zeug? Vor 2, 3, 4 Jahren sowas? Schon, ne? Meine, so lange gibt es ja Quarkus fast noch gar nicht. Ja, ja, eben. 2,5 Jahre alt. Ja. Vor allem, wenn es das erste Jahr Quarkus abziehst, wo es ja wirklich noch so Experimentalstatus war. Da sind wir wieder beim Thema 0.17. Ja, wer will schon 0.17 für Enterprise-Software einsetzen, wo sich womöglich noch irgendwelche APIs ändern? Ja. Wenn du bei Google bist, hast du keine andere Wahl, weil mit der 1.0 ist es Legacy. Übrigens, gutes Thema, so auch zum Thema Performance. Also, die einzige wirklich wichtige ist tatsächlich die Time to First Request. Wir sprechen jetzt auch nicht über 60 Millisekunden, aber wenn so ein Spring Framework mal eben 30 Sekunden hochfährt, das ist was, da dreht die GCP einen Saft ab. Das kann die gar nicht haben. Also, wenn man so wirklich um ein bisschen modernere Cloud-Umgebungen geht, die wollen dann schon, dass das Ding zügig hochfährt und nicht unbedingt da eine halbe Minute braucht. Da sind die ganz schön zintig, wenn das nicht schnell geht. Deswegen hat Kubernetes jetzt Startup-Probes einführen müssen, damit du sowas abdecken kannst. Ja, aber wenn du zum Beispiel Managed Service wie Cloud Run nutzt, dann bist du da out of luck. Die wollen einfach, dass du da unter 10 Sekunden deinen Time-to-First-Request hast. Und das ist schon großzügig. Kannst du den nicht hochkonfigurieren? Haben die eigentlich keinen Bock drauf. Dafür ist es nicht gebaut. Okay. Also da wäre die Ansage, also dann schaut halt, dass das schneller läuft. Ja, und das kriegst du auch mit Spring hin. Dann mach halt die ganze Auto-Magic-Class-Path-Scanning nicht und mach halt die statische Konfiguration. Kannst ja alles machen. Aber man muss ja die ganze Auto-Magic nicht haben. Du, und da sind wir halt bei dem Thema Orders of Magnitude, ja, wenn man genau. Das im Englischen immer schön sagt. Ja, eine Sekunde versus 30 ist ein Thema. Eine versus 3, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Genau. Ja. Also ich gesagt, da gibt es so eine Schallmauer, da solltest du drunter bleiben. Alles drunter ist ein eher so what. Ja, und da muss man sich echt auch mal Gedanken machen, weil da gibt es mittlerweile teilweise gibt es ja viele Möglichkeiten, auch ich sag mal den etwas älteren Kandidaten, die halt irgendwie 15.000 Klassen am Anfang laden. Ja, viel ist es ja irgendwie JVM-Startup-Zeit, oder? Weil irgendwie Mörder-Rattenschwanz, Mörder-Class-Path, 15.000 Klassen müssen geladen werden. Ja, scheiße, dauert halt einfach 15 Sekunden. Ich meine, an der Stelle muss man halt dann mal gucken mit JDK 11 upwards, muss man halt mal schauen. Class-Data-Sharing, Application-Class-Data-Sharing. Was Helidon zum Beispiel drin hat, ist J-Link. Ich weiß nicht, ob ihr J-Link kennt. Kam quasi mit der Einführung von Jigsaw. Ihr könnt quasi ein abgespecktes JDK bauen auf Basis von dem, was euer Programm eigentlich nutzt. Ja, irgendwie JDK, Runtime-Jar, weiß ich gar nicht, wie groß es mittlerweile ist, 75 Megabyte, keine Ahnung. Wahrscheinlich nutzt man davon höchstens irgendwie 20%. Mit J-Link könnt ihr das runter. Ja, alleine so ein J-Link-Image in einer JVM-Welt zu bauen, kann eurem Java-Programm schon ordentlich auf die Sprünge helfen. Ja? Weil es halt einfach weniger Zeug laden muss. Und wenn ich das gleich dann auch noch mit Application-Class-Data-Sharing mache, dann rennt das Teil. Deswegen finde ich immer diese Payara versus Spring-Vergleich immer so müßig. Ja? Weil das natürlich in einer vollkommen ungetunten Welt, je nachdem dann der Vergleich gemacht wird, aber wer würde das denn in Produktion schon machen? Ey, natürlich schaue ich, dass in Produktion mein Ding irgendwie ordentlich getuned ist und ordentlich schnell rennt. Ja, und ich kriege einen Payara Microservice auch in 4 Sekunden an den Start. Ich muss halt ein bisschen was dafür tun. Das ist halt der Punkt. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt auch. Also der große Unterschied ist ja nicht, die JVM will ja die ganzen Klassen nicht laden. Die hätte ja Lazy Loading. Aber wenn so ein Spring natürlich ein Class Path Scanning draufschmeißt, weil es ja in jedem Char gucken muss, ob da nicht so ein Add-Auto-Discovery dran steht, ja, dann dauert es natürlich, ja. Aber das ist ja ein Punkt von Spring. Man kann ja das ohne dieses Autoscanning nutzen. Aber, wie gesagt, bis der rausfindet, welches Package welches ist, muss der natürlich alles scannen. Und das macht halt einfach ein Quarkus nicht. Punkt. Ja, und auch da haben wir fast wieder mit Äpfel mit Birnen. Ja? Man muss halt echt vorsichtig sein. Ich sag mal so, Generation 1 Microservice Frameworks mit Generation 2 Microservice Frameworks vergleichen. Ja, ich meine, Quarkus, Helidon, Micronaut machen viel zu Compile-Time, machen genau das alles zu Compile-Time, das alles rauszufinden. Die anderen machen es halt nicht. Ja, es ist jetzt so sonderlich fair, die zu vergleichen. Ja, klar, da kommt raus, dass Generation 1 nicht so gut ist wie Generation 2. Ich meine, gut, das habe ich vorher gewusst. Ja. Das gesagt, die Spring-Leute arbeiten ja an Spring Native, ne? Inklusive einem unserer Kollegen dann ab sofort.
Mal schauen, was die so auf die Beine stellen. Haben wir jetzt einen direkten Draht für Feature Requests? Ja, nicht von mir, weißt du. Spring und so, ich bin ja eher der Java EE-Man. Da sind wir wieder bei den Flame Wars, aber jetzt ist es ja wieder lustig. Ja? Ja, da kann man ja auch mal ein Flame War machen. Aber hey, toll, Mensch, immer noch 19 Leute anwesend. Mensch, es wäre so schön gewesen, heute so ein Hybrid-halbes Ding zu machen, zumindest für die Rosenheimer. Ich weiß nicht, wo der Rest so herkommt, aber ein paar Rosenheimer wären jetzt sicher da gewesen. Nächste Mal, oder? Nächste Mal, wenn der Frühling kommt, kann man das, glaube ich, machen. Mit Brezen und Leberwurst. Das gesagt, Christian Fritz hat sich gerade live aus dem Office zugeschaltet. Christian, du bist aber alleine heute, oder? Bist alleine. Ja, ich war heute den ganzen Tag alleine. Du bist quasi in Einzelbüro-Quarantäne. So ungefähr. Ja, geht auch. Ich habe nur die Kamera aus, weil beim Essen sieht man immer nicht so toll aus. Aber ich bin... Jetzt wollen wir mal ein bisschen Werbung für die Rosenheimer Meetup-Community machen. Tobias, wann ist euer nächstes? Was ist als nächstes geplant? Du bist stumm, weißt du, das ist Standard. Ja, das ist der Standard, ja. Wenn man redet, man merkt es nicht. Es ist aber trotzdem eine sehr, sehr gute Frage. Also ich hätte auch stumm bleiben können, weil ich weiß es gerade noch nicht, weil ich möchte das nächste auf jeden Fall präsent machen. Also wir haben zwar jetzt auch mit StreamYard gestreamt, aber quasi der ganze Community-Gedanke, das ist halt einfach viel cooler, wenn es vor Ort ist. Also wir werden auf jeden Fall was machen, sobald es wieder möglich ist. Okay. Genau, deswegen ist es gar nicht so leicht. Ist okay. Magst du da oben weiter schauen? Na klar. Lass uns auf jeden Fall sinken, Tobias, ja, dass wir hier in Rosenheim die Community ein bisschen beleben, auch wenn es momentan schwierige Zeiten sind. Ja, momentan ist echt nicht so einfach. Aber vielleicht noch als Ergänzung, also was man natürlich auch, finde ich, oft sieht, ist, dass die Startup-Time einfach an den beschissenen Docker-Images dann halt hängt. Also es bringt mir nichts, wenn das Framework schnell startet, aber ich dann, jetzt sage ich mal, jetzt im Worst Case irgendein Ubuntu-Image drunter lege. Also sieht man ja manchmal auch. Ja, das sieht man auch. Ja, ich meine, ja, das ist halt, und das ist echt die Krux mit diesen synthetischen Performance-Messungen. Ja, du, je nachdem, was du machst. Also das Beste, was du machen kannst, ist halt irgendwie dann am lebenden Patienten, an deinem eigenen Patienten dann wirklich zu messen. Die Weisheit, wer misst. Also ich hätte das jetzt auch nicht so extrem immer gesehen. Also ich weiß, wir sind ja da sehr exotisch unterwegs mit unseren Scala-Frameworks. Aber wie gesagt, also jeder soll doch das Tool nutzen, was er braucht. Aber bei den Startup-Times denke ich mir immer, diese Workloads laufen sowieso alle entweder in Cloud Run oder auf einem Kubernetes, meistens skaliert mit mehreren Instanzen. Und wenn ich da meinen Rollout sinnvoll plane, dann habe ich sowieso noch mindestens eine alte Instanz. Also ich bin ja nie ich kann gerade keinen Request handeln, außer wenn ich die Applikation gerade zum allerersten Mal deploye und da werde ich nicht quasi 100.000 Requests haben in den ersten 5 Sekunden. Dann gut, dass ich meinen Docker-File nicht gezeigt habe, weil da ist ein Ubuntu-Image drin und das Image läuft auf einem Ubuntu-Server. Sieht man da zum Beispiel Kritik an dem Template von Quarkus. Ja, also das Docker-File, um das Quarkus Native Image zu kompilieren, das wird so out of the box zum Beispiel nicht laufen. Also das läuft, wenn du auf Linux unterwegs bist. Für mich unter Mac würde es nicht laufen, weil sie damit rechnen, dass du das Graal-Image lokal kompiliert hast und das kopieren sie einfach nur rein. Ja, wie gesagt, das Blöde an der Graal-File ist, baue ich das Teil unter macOS, kriege ich ein macOS-Binary. Das kannst du zwar in deinen Linux-Container reinkopieren, wird halt leider nicht laufen. Das kann ich so nicht ganz unterschreiben. Ich hatte nämlich früher ein Arch Linux auf meinem Arbeitsrechner und da hast du immer die Bleeding Edge Version von der glibc und GraalVM kompiliert gegen die und das Ding läuft auf keinem anderen Rechner, auf dem nicht Arch Linux läuft. Und ich musste dann auch den Arch Linux Container nehmen für Docker, damit das Ding hochfährt. Mittlerweile bin ich zum Glück auch hier auf Ubuntu und es ist dann eine glibc, die mehr verbreitet ist. Aber da muss man peinlich genau drauf achten. Ja, du musst schauen. Pass auf, hier.
Ah, hier, wo ist es? Quarkus. Source, Main, Docker. Dockerfile Native. Ja. Hier ist die Anweisung. Bau das Ding, danach machst du Docker Build und danach machst du Docker Run. Wenn ich genau das befolge hier bei mir und dem Mac, ja, das Teil hier wird ein Mac-Binary ausspucken. Und dann packe ich das mit meinem Docker Build, ja, hier, worked hier, hier ist der Copy-Befehl, da kopiere ich die Applikation rein. Ja, blöderweise ist das aber ein Ubi Minimal, das Teil, was hier rauskommt. Und das ist das Original-Template, mit, wenn ich die CLI verwende, um diese Applikation anzulegen. Kommt dieses File raus. Ja, das wird nicht laufen. Ich meine, klar, die Lösung ist einfach. Kompilier das Native Image, ja, Multi-Stage Docker-File, kompilier das Image innerhalb von Docker und dann kopierst du das Teil aus der ersten Layer in die zweite Layer rein und dann bist du auch wieder fein. Ja. Da kommt erschwerend dazu, dass die Red Hat Images immer eine sehr antike Version von der glibc und allgemein von Dependencies drin haben. Ja, gleiches hier. Also ich meine, die Dinger jetzt hier, ich meine, das ist halt immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was kriegt man jetzt wirklich von so einem Template geschenkt und wie sehr funktioniert es. Also da darf man sich auch nicht zu sehr auf das verlassen, was dann mitkommt. Ne? Hm. Naja, auf der anderen Seite, mittlerweile gibt es ja durchaus so Spring-to-Image-Dinge, die machen dann aber so viel Magic, dass wenn irgendwas feigelt, da kommst du auch nicht mehr ran. Mein Tobias, du hattest vorhin mal, ist manchmal schwierig, ne? Ja. Mein Tobias, du hattest vorhin mal gefragt im Chat, ja, wer macht denn tatsächlich Native Images in Produktion? Ja? Also ich kann nur sagen, für das, was wir mit Quarkus in Produktion haben, das ist alles JVM-Mode, nichts Native. Ja, eigentlich müssten wir es mal ausprobieren. Aber ich glaube, so wirklich der Native-Hit, ich glaube, den kriegst du bei so CLI, also bei so Command-Line-Interface-Applikationen. Macht mal einen Last-Test aufs Ninehorn, das läuft nativ. Ein Ninehorn? Ja. Und mein nächster Task dafür ist, Metriken einzubauen mit Micrometer. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie weit bist du dann, wenn du CLI-Tools brauchst, wirklich noch bei Java oder gehst du nicht doch lieber auf Go? Also wenn es ein reines CLI-Tool ist. Wenn ich es für beides brauche, also sowohl Microservice als auch CLI, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du auf Quarkus oder Micronaut gehst, aber rein CLI, ich glaube, dann würde ich fast eher auf Go wechseln. Ja, da musst du dich halt wieder dem Thema Enterprise stellen. Ja. Wenn du halt dann beim Unternehmen bist, wo halt irgendwie so Go, was ist los? Java ist gesetzt. Oder JVM mit, sagen wir mal, ja, dann ist halt mit Go Essig. Ja. Mhm. Du weißt, Christian, ich mag echt Go super gerne. Ja, echt coole Sprache, runtergestrippt, man kann echt super schnell auch gutes Zeug bauen. Thema Enterprise Readiness, ja, es ist halt einfach, nur weil Google es einsetzt, heißt es halt jetzt erstmal noch nicht viel für andere Enterprise-Unternehmen, die halt irgendwie sagen, wir haben seit 20 Jahren Java gemacht und wir machen auch nach wie vor Java. Klar, wenn du nur schon halt dann wieder den Kampf antreten, dass man sagt, hey, diese Sorte von Applikationen würden wir gerne mit einer eher Native-Sprache machen, wie, weiß ich nicht, Go oder Rust oder was auch immer. Und ich meine, bei uns jetzt im Projekt, wir haben das Thema. Ja, wir haben Kommandozeilen-Applikationen, um halt irgendwie so ETL-Jobs zu machen. Ja, irgendwelche Daten transformieren, irgendwelche Daten laden und so weiter. Jetzt die meisten Kollegen wissen, was ich meine. Ja, so das Thema Loader, Transformer, Consumer. Da wäre halt schon charmant, ja, wenn man das eigentlich mit dem gleichen Stack machen kann und da keinen kognitiven Shift hinlegen muss von irgendwie, jetzt baue ich einen Microservice oder jetzt baue ich so eine Kommandozeilenapplikation. Wenn die APIs das gleiche sind und das Programmiermodell das gleiche sind. Ich glaube schon, dass das die Cognitive Load im Team signifikant reduzieren kann und darüber dann quasi wieder für mehr Produktivität sorgt. Zumindest bei den etwas noch nicht so erfahrenen Kollegen. Ja, wenn du irgendwann mal alles gesehen hast und dir eigentlich egal ist, ob das jetzt irgendwie Spring oder Jakarta EE oder Quarkus ist, irgendwie alles die gleiche Soße, ein bisschen andere Annotationen, dann mag das nicht mehr so auffallen, dieses Thema Produktivität.
aber ich muss sagen, also ich muss gestehen, mit Micronaut habe ich mir anfangs ein bisschen schwer getan. Ja, ich habe zwar sofort gesehen, hey, das ist irgendwie wie Spring, ja, aber dadurch, dass ich jetzt nicht jeden Tag Spring mache, war es dann halt schon irgendwie noch so, welche Annotation brauche ich jetzt, um so ein komisches REST-API zu machen? Ja. Ah ja, Add Controller, okay. Ja. Da habe ich schon gemerkt, da war ich nicht so schnell wie bei den anderen Dingen.